So, da geht's auch schon weiter mit der nächsten Folge Tales of Celia. Wir sind hier immer noch im Fürstenpalast von Sherrilton und wir haben uns ja mit der Schwester des Fürsten angefreundet. Und jetzt gucken wir uns hier noch mal kurz um. Ja, ich will jetzt nicht in irgendwelche Türen reingehen, darf ich wahrscheinlich auch gar nicht. Und hier mit den beiden, doch, kann ich doch reden, alles klar. Drizelle und ich wollen später ausgehen, um uns niedliche Accessoires anzusehen. Du bist bezaubernd, Elise. Aber Tipo ist einfach nur hinreißend. Natürlich frage ich mich, wie es möglich ist, dass ein Stofftier sprechen kann. Ja, ganz Nekromantie, Magie ist das. Ah, ich spreche erstmal mit Mila. You can't take your eyes off these things. You that into antiques? No, not particularly. I'm simply fascinated by the illogical proclivity of humans to apply an abstract concept like beauty to everyday objects. That's, pretty deep. I've also been thinking about our current predicament. There's something to be said for hiding in plain sight, but we should not tarry here for long. Yeah, we shouldn't overextend our stay. They've been so good to us already. Ich gucke jetzt doch noch mal kurz nach oben. Gästezimmer? Nee. Dann spreche ich doch erstmal Herrenhauszimmer. Red mal mit Rowan. I have been in the service of Lord Klein for about 2 years now. He is a fine ruler, despite his youth. He believes in freedom and equality for his people. If he has any real flaw, it's that he spoils Lady Drizelle too much. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, sagt einfach Bescheid. Wir sollten das Herrenhaus verlassen. Wir wollen die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ja. Ich muss nur einmal kurz ins Gästezimmer schauen. So, da hinten, alles klar. Vielleicht liegt da noch ein Abschiedsgeschenk für uns. Nee. Ja, dann gehen wir, oder? Klein, why the unfriendly face? I'm afraid I can't permit you to leave just yet. Now that I know it was you who infiltrated the laboratory in Fenmont. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. He did what? Now what? Will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes ever since Noctigal acceded the throne. Even those of us in the six ruling houses are not told of his activities. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit.
So Nautical is the man behind the experiments? The King of Roshigal? He would have to be. It's hardly hospitable to keep Dracel's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Klein. Wow, zum Glück wollt ihr da nur wissen, was denn in Rashugals Hauptstadt so alles vor sich geht in dem Labor und wird uns nicht dem Militär ausliefern. Das finde ich ja schon mal sehr nett von ihm. Und wer ist jetzt gegangen? Ach ja klar, Alvin war ja gegangen, okay. Ich wünschte, wir wären Nachtigalls Plänen schon früher auf die Spur gekommen. Ich bin froh, dass ihr mir davon erzählt habt. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ach Ellie, du und deine Freunde hier haben nichts Falsches gemacht. Der Gedanke, euch vielleicht nie wiederzusehen, ist so traurig. Was eure Gründe auch gewesen sein mögen, heimlich ins Forschungszentrum von Fenmont einzudringen, war schierer Wahnsinn. Bis ihr begriffen habt, was es heißt, sich mit König Nachtigall anzulegen, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ich denke mal, wir sind die Einzigen, die König Nachtigall noch stoppen können. Wo soll ich jetzt nochmal hochgucken? Bevor wir dann gehen, noch einmal kurz die beiden Räume kontrollieren. Alles gut. Dann gehen wir jetzt aber wirklich. Da kommen wir nicht rein, ne? Ja. Ach Moment, da ist jetzt auch keiner mehr. Da kommen wir auch nicht durch. Alles gut. Dann gehen wir. Ja, hier lässt sich das Leben. House sure is huge. Mhm. Yeah, this might be bigger than my entire school. Boah. Wer das wohl alles sauber hält. There's a bunch of kids in Sheraton's Plaza. Looks like some of them are your age. Why not try to talk to them? Das ist das Anwesen der Familie Sheryl. Sie sind eines der 6 Herrscherhäuser von Rashugal. Und die Fürsten von Sheraton. Führt euch ein besonderes Anliegen zu ihnen. So, jetzt sollen wir hier nochmal mit den Kindern sprechen. Die Bermia-Schlucht ist ein Schwellengebiet, wo mehrere Geisterklima aufeinandertreffen. Aus diesem Grund sind sie ausgesprochen gefährlich. Jedes Jahr werden dort Dutzende Menschen verletzt. Noch nicht hin. Mit den Kindern soll ich sprechen. It was so pink and cute. Super cute. I've never seen anything so pink before. Super never. What is it? I was just wondering. What the heck are they talking about? You don't have to be scared. They're just children. Go on and ask them. Excuse me. What's the cute pink thing you're talking about? You are spying on us. We have nothing to say to spies. Super nothing. Just give us a quick peek. Whoa! That weird thing talked. What is it? Like super weird. He's not weird. He's Teepo. Teepo? Well, whatever. I'm still not gonna show the cute pink thing to someone like you. Fine. Ah, fooey. But if you can show us that you love the color pink and prove you're a true pinkist,
I may consider it. Prove I'm a pinkist? How? By bringing us super rare things that are pink. For example, start with the peach berry blossom. Bring us one of those, then we'll talk. We'll super talk! Nee, ist klar. Jetzt müssen wir den pinke Sachen bringen. Damit die mit uns sprechen. Offenbar will Rashugal seine militärische Macht demonstrieren und Fürst Klein dazu bringen, dass er Sheraltons Autonomie aufgibt. Aber wenn sie glauben, dass Fürst Klein sich so einfach einschüchtern lässt, haben sie sich geschnitten. Stimmt es, dass sich Streitkräfte aus Ajul auf Substrat zubewegen? Wenn das so ist, halten sie direkt auf Sheraldon zu. Ah, gemeine Männer haben mir meine Mami mitgenommen. Schnüff. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen und hat den Glücksbringer vergessen, den ich für ihn gemacht habe. Er sagte, es wird ein sehr harter Auftrag, der Monate dauern wird. Also habe ich ihm einen Vier-Geister-Glücksbringer gemacht, der ihn beschützen soll. Könntest du ihn bitte meinem Vater bringen? Klar, machen wir. Vater sagte, er würde ein Schiff zum Aladi-Seehafen nehmen. Bitte sag ihm, ich werde mich anständig benehmen. Er soll sich keine Sorgen machen und gesund wieder nach Hause zurückkommen. Jetzt haben wir schon zwei Gründe, zum Aladi-Seehafen zurückzugehen. Wenn wir hier mal gucken. Kommen wir bestimmt nicht durch, wenn die Wache da schon so steht. Diese Straße führt zu Sheraltons selbstregierter Versammlung. Aber sie wurde auf König Nachtigalls Befehl hingesperrt. Ohne seine Erlaubnis darf niemand passieren. Eben ein andern Mal. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist dann unsere Hauptaufgabe. Suche Alvin. Pfirsichbeerenblüte, keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Naja, okay. Wenn wir Alvin suchen sollen, gehen wir erstmal ganz normal hier in die Stadt zurück. Mit dem Kulmafahrt wird er wohl nicht sein, oder? Steht da nochmal was bei den Ereignisliste, was genau ist? Ja, wir sollen die Stadt sofort verlassen, aber ich muss hier doch noch mal eben gucken, ob Alvin nicht doch in der Stadt ist. Da zum Beispiel. Schon wieder Nachrichten bekommen. So ein Spion. Hey! Schon so eine Sonnenbrille trägt. Don't hate us! Alvin! You tattletale! You jerk! You tattle jerk! How much did Klein pay you to sell us out? Sell you out? Such an ugly phrase. Money isn't the only currency, you know. It's no secret that Lord Klein is unhappy with the current government. If we want info, we have to give some in return. It's called a trade. I told him what I know, and he gave you some juicy info in return, right? King Nachtigall of Rashugal is the man responsible for everything. So long as he remains alive, he could construct a second or third Lance of Kresnik. You're going to assassinate the king? What choice do I have? I can't allow him to continue, even if his death throws your country into chaos. I suppose it's the lesser of two evils. We can't let him keep sacrificing innocent people for their mana.
Oh, wir sind wohl entdeckt. Hey, you're the people from the wanted poster. Whoops. I suppose strolling about wasn't the smartest idea. Wind from the southwest. 2 meters per second. A nice breeze. What are you doing here? Please, allow me to handle this. Hey, Gramps. Step out of the way before you break a hip. Oh, dear me. What a fearsome trio. A bit on the sloppy side, though. You two in the rear. Isn't your formation a little wide? If you stand so far apart, how will you help your comrades in a moment of crisis? Shut up! Like we need your tactical advice! And you, good sir, aren't you standing a little too far forward? From there, you might be able to catch me. But the good people behind me, on the other hand... There's a good soldier. Yeah, what the? Now, if you'll excuse me. Everyone, please follow me. Noch so ein verkappter Magier, der Butler da. Rowan, that was awesome! You sure showed those meanies! Dear me, you misused the word awesome. It was merely a delay tactic. Whatever it was, you saved us, Mr. Rowan. Just Rowan is fine. What do you need from us? My, get right to the point. Indeed, I have a favor to ask of you. Of us notorious criminals? This can't be good. The King of Rashagol came to the manor earlier and ordered our citizens be drafted into service. What? Noctigal was here? Yes, the man you saw leaving by carriage earlier was King Noctigal himself. So he's the King of Rashagol. Why is he forcing people into his service? Maybe he needs more experimental subjects? My master couldn't abide seeing his people in danger. He set off to rescue them. But Noctigal is not one who takes disobedience lightly. Is Dracel's brother in danger? Undoubtedly, and I wish to rescue him. Will you assist me? Any brother of a pal is a brother of mine, right, Ellie? We can't turn a blind eye at this point. We should help. Here we go again. For an honor student, you sure are lousy at learning lessons. It's settled. We cannot allow Noctigal to proceed with any plan that involves using that weapon. There's your answer. You have my thanks. The people were taken to Bermia Gorge. We must make haste. Okay, müssen wir in Richtung Bermia Schlucht, aber ich überlege, ob wir vorher noch Nebenmissionen machen. Jetzt gucken wir uns erstmal das andere Gespräch an, der treue Butler. Klein's quite the fool, attempting to directly defy King Noctigal. I too counseled him against it. But as you can see, he can be quite stubborn. Hey! Stop saying mean things about Dracel's brother! Klein is a good man. He most certainly is. Never have I met a lord who cares more deeply for his subjects. Indeed, he was kind and gentle long before he was a lord at all. 2 years ago, when I had nowhere else to go, he was gracious enough to hire me on as his butler. Sounds like he's really important to you. Very much so. And he's so cool! Way cooler than Alvin! I beg your pardon. I didn't quite catch that. I'm sure Klein is still safe. Of that I have no doubt. No harm will befall him on my watch. You and Cheapo are always together, aren't you? Because we're best friends! And because Cheapo's so cute! Really? What? Of course he's cute! Don't you think? Well, he certainly isn't not cute. In a way that I can't
quite put my finger on. How can you not know? It's Teepo! Oh, it's his little horns. Those are super cute. Those are ears! For shame! You're terrible with kids! I'm sorry. Gut, was hat Drizelle jetzt noch zu sagen? Mein Bruder ist mit seinen Soldaten in die Bermia-Schlucht gezogen. Bitte, ihr müsst ihn zurückholen. Das werden wir sicherlich tun. Gut, aber ich muss trotzdem nochmal eben in die Stadt gucken. Genau, hier ist Kulmerfahrt. Okay, Kulmerfahrt wäre Richtung Bermia-Schlucht. Ich gehe trotzdem noch mal eben einmal die Stadt ab, ob sich da jetzt was Neues getan hat. Was sagt unser Geld, unser Galt eigentlich? 7000. Du wolltest was? Nördlichen Teil der Sabstrap-Höhenstraße. Genau, das muss ich nämlich zuerst machen, das ist nicht weit weg. Hier. Und wenn ich jetzt noch weiter gehe, weiß ich ja nicht, wann ich hier jemals wieder zurückkomme. Und du wolltest was Neues. Nee, ich will noch nicht tauschen. So, die Monster waren jetzt wo genau? Substrat Höhenstraße. Das ist ja genau diese Region hier. Die werden wir schon finden. You're going to Femmont to save your captured friends, right? We heard from Jude. Friends? Oh, you mean the four. They're not your friends? Well, in a sense, they do help me accomplish the things I need to do. Then they're your friends! Just like us! We'll help you too! Everybody get a hand in! To think I'd find myself on the receiving end of encouragement. So, dann schmeißen wir uns hier auch noch mal eben was zu essen rein. Dann schauen wir mal, wo die Monster sich hier rumtreiben. Hier nicht. Ich werde wieder umdrehen. Ich könnte da oben. Ah. Nervige Biester. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch mal eben gucken, ob ich mich umbinden kann. Genau. Ich bin wieder mit Mila gebunden. Ich wollte das eigentlich. Keine Ahnung, wie das noch ging. And finished. Ja, ist mir jetzt alles egal. Ich
muss nach der Folge mal durchlesen, wie ich mich nochmal mit jemand anders binden kann. Ich wollte das ja auch mal ausprobieren mit jemand anderem. So, vielleicht sind da oben irgendwelche Monster, die wir suchen. Ne. Vielleicht da hinten. Ne, da geht's nur weiter. So, Elise, do you know what you want to do when you grow up? Not really. Ellie doesn't want to grow up. Oh, why is that? If I grow up, people will laugh at me for holding Teepo. We wouldn't laugh. After all, Teepo's your friend. He's right. Go ahead and grow up. You've got nothing to worry about. Really? Cross my heart. That's great, Ellie. Now you can grow up and get married like you wanted. Shh. That's a secret. Oh, who do you want to marry? Nobody! And there she goes. Hm. Sollte Ellie vielleicht zwangsverheiratet werden? Dann sagt mir mal gerade mal mit. Ach ja, ja, wo seid ihr denn? Viecher. Da habe ich ja eben schon mal geguckt, da waren sie ja nicht. Da wollen wir nicht hin. Ach so, da im nördlichen Bereich, da müssen wir natürlich hin, ist logisch. Hat er auch gesagt. Ich habe nur nicht zugehört. Das bedeutet aber, ich muss diese Folge jetzt mal eben beenden. Und wir machen dann den Kampf in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich auch nachgelesen, wie ich mich mit jemand anders nochmal binden kann. Bis dann, tschüss.